Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Giga The Show am Mittwochabend. Mittwochabend, 20 Uhr mit tollen Themen. Die Mitte der Woche ist meistens ein Thema, haben wir ein Thema, das das Wichtigste der Woche ist. Denn da ist man richtig im Arbeitsfluss, man ist schon richtig drin, man ist aber auch noch nicht halb im Wochenende. Mhm. Deshalb werden mittwochs immer die Themen ganz besonders aufbereitet und deshalb geht es bei uns heute auch hochpolitisch zu. Absolut, genau. Heute ist unser politischer Mittwoch, wenn ihr so wollt. Folgenden Anlass hat das Ganze. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Burnout Paradise ist ein Rennspiel, kennen die meisten sicher von euch. Und Barack Obama, der hat... Was, der Terrorist? Barack Obama hat in Burnout Paradise Werbung geschaltet. Das Ganze kann man ja über Xbox spielen und dann ist es ja möglich, dynamische Werbung irgendwie zu platzieren, indem man dann quasi das dann runterlädt. Passiert natürlich im Hintergrund, muss man nicht manuell machen. Und dann erscheint quasi in diesem Spiel auf so einem Billboard an einem Streckenrand, also so einer großen Werbetafel, wenn du willst, quasi ein Werbeplakat zur Wahlkampagne oder allgemein zur Wahl. Eben aus dem Obama-Lager. Kann man sich zum Beispiel auch bei uns auf der Seite, ich kann es gerne mal zeigen, direkt auf der Startseite, wenn ihr das mal zeigt, liebe Regie, kann man es nämlich sehen. Da sieht man hier nämlich das Bild, die genau, das ist es. Ja, Early Voting has begun, vote for change. Mhm. Und das ist natürlich jetzt wirklich ein interessanter Gedanke. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mal über Werbung im Allgemeinen in Spielen gesprochen und darüber, dass es ja wirklich ein Wachstumsmarkt ist. Und jetzt also tatsächlich auch die Politik gibt sich ein Stelldichein in einem Computerspiel. Das ist ja eigentlich eher undenkbar gewesen, kann man sagen, wenn man sich mal so anschaut. Die beiden stehen ja doch ein bisschen auf Kriegsfuß, Politik und Videospiel, gibt die Killerspieldebatte. Für uns Grund genug, mal drüber zu reden, wa? Auf jeden Fall, sehr interessant. Du hast, glaube ich, auch einen sehr interessanten Gesprächspartner. Absolut, einen ganz interessanten Gesprächspartner. Ich freue mich sehr, dass wir ihn heute Abend am Telefon haben. Es ist Hans-Joachim Otto. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag. Schönen guten Abend, Herr Otto. Hallo. Hallo. Schön, dass wir Sie am Telefon haben. Sie haben ja vielleicht gerade gehört, wir haben darüber gesprochen, Barack Obama hat Wahlkampfwerbung geschaltet in einem Videospiel, Burnout Paradise. Ist das auch in Deutschland denkbar? Sehen Sie die Möglichkeit, dass man auch in Deutschland Wahlkampfwerbung in Videospielen machen kann? Ja, warum denn nicht? Ich sehe überhaupt keinen Grund, der dagegen sprechen sollte. Jeder muss sich natürlich überlegen, in welches Umfeld er geht. Da wird sich nicht jedes Spiel dafür eignen, aber wir jedenfalls überlegen uns sehr genau, ob wir das machen als FDP. Mhm. Und ich denke, dass das sehr attraktiv sein kann. Wir kommen an Menschen ran, die sich so klassische Wahlwerbung nie anschauen werden. Man sagt ja immer, man kann gewisse Zielgruppen, auch gerade so junge Männer, sagt man in den USA, schwer ansprechen, weil die dann auch nicht mehr so viel vom Fernseher sitzen und dann doch eher den Weg zur Videospielkonsole finden. Ist das so die Möglichkeit, eine Zielgruppe zu erreichen, die man sonst irgendwie schwer erreicht? Absolut. Ich meine, man muss sich ja vor Augen halten, dass 35% aller Deutschen gelegentlich Computerspiele, Videospiele spielen und bei den 14- bis 29-Jährigen, das ist besonders wichtig, sind es über 2/3. Viele von denen, das wissen wir ganz klar, schauen sich so die herkömmlichen Medien, Fernsehen und so nicht an. Und es ist jedenfalls ein Weg, um an sie heranzukommen. Und es muss unser gemeinsames Ziel sein, auch die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Also wenn wir in die Medien kommen, die tatsächlich genutzt werden von denen, dann ist das legitim und ich finde das hochinteressant. Und warum soll das nur Obama machen? Mhm. Also gerade, ich sage jetzt mal in aller Klarheit, die FDP, die ja sehr aufgeschlossen ist gegenüber den Computerspielen und die sich immer gegen diese Verbotsorgien, Stichwort Killerspiele, gewandt hat. Mhm. Also für uns ist das hochattraktiv. Sprechen Sie gerade diese Debatte schon an, diese Killerspieldebatte. Ist das nicht irgendwo auch ein Konflikt? Also es gibt ja immer noch viele Stellen in Deutschland, die quasi mit Videospielen nichts Positives assoziieren. Ist das nicht wirklich dann ein Stilbruch zu sagen, wir sehen das als ja gesellschaftlich so weit akzeptiert an, dass man tatsächlich auch Parteiwerbung in Videospielen schalten kann? Oder gibt es da immer noch auch bei Ihnen im Umkreis auch parteiübergreifend vielleicht Stimmen, für die das undenkbar ist? Naja, also ich kann jetzt nur für mich und für die FDP sprechen. Also wir betrachten Computerspiele als äußerst attraktiv, jedenfalls die allermeisten von denen. Wir haben uns immer gegen die Verbote gewehrt und wir wissen, dass das eine wirklich Riesengeschichte ist und dass, wie gesagt, 35% aller Deutsche, ich natürlich auch, die nutzen. Und wir haben jetzt auch, das sollte man auch noch klar sagen, die
Der Bundestag hat jetzt beschlossen, dass ein deutscher Computerspielpreis ausgesetzt wird für besonders interessante und wertvolle Spiele. Also die Computerspiele sind auch in der Akzeptanz im Kommen. Ob jetzt beispielsweise die CSU, um ein Beispiel zu nehmen, sich des Mediums bedient oder die bayerischen Landfrauen damit erreichen will, das kann ich nicht beurteilen. Für uns ist es so, wir vermuten, glaube ich, zu Recht, dass es viele, die Computer- und Videospiele nutzen, auch für die FDP aufgeschlossen sind. 35% der Leute sagen, sie zocken, sie zählen sich selbst dazu. Was spielen sie denn? Naja, also ich habe eine Wii zu Hause und dann mache ich Fitnessprogramm und dann habe ich ein Autorennen und dann habe ich ein Golfspiel und ich habe also im Wesentlichen die Wii, aber meine Töchter haben natürlich weitere Konsolen und da spiele ich natürlich auch immer mal wieder mit. Also besonders gern, muss ich sagen, mache ich Autorennen und alles, was viel Fahrt aufnimmt. Gibt es denn in Deutschland eigentlich irgendwelche gesetzlichen Grenzen, die das Ganze ein bisschen limitieren? Jetzt Werbung in Spielen, Parteiwerbung im Speziellen, oder ist das da relativ frei geregelt? Na, also ich kenne kein Gesetz, das das verbieten würde. Nur jeder Hersteller und jeder, der Computerspiele vertreibt, muss ein bisschen darauf achten, dass da keine Diskriminierung reinkommt. Das heißt also im Grunde, wenn einer zu gleichen Bedingungen sagt, ich möchte auch werben, ich möchte auch rein, dann darf man nicht willkürlich Leute ausschließen. Das ist so ein bisschen das Einzige, wo ich sage, da muss man aufpassen. Und ansonsten sage ich, warum sollte das, man kann in Zeitungen, man kann in Zeitschriften, man kann im Fernsehen, man kann im Radio, warum soll man denn in Computerspielen nicht werben dürfen? Und wir sind zum Beispiel auch dabei, in Second Life und Ähnlichem. Also ich meine, die Computerspiele, die ja, wie wir alle wissen, inzwischen mehr Umsatz machen weltweit als die Filmindustrie, sind doch ein wahnsinnig wichtiges Medium. Und wenn wir die auslassen würden, dann würden wir einen riesen Fehler machen. Also ich muss sagen, Hut ab vor Obama, dass er das so gezielt macht. Wir denken darüber natürlich auch nach. Also Sie sagen, man muss da quasi alle Parteien gleich behandeln. Das würde dann bedeuten, am Streckenrand sehen wir dann 5, 6 Werbeplakate nacheinander von allen Parteien. Also es wird nicht jede Partei das wollen. Ist nicht jede Partei so aufgeschlossen gegenüber Computerspielen. Ja. Da gibt es schon Unterschiede, denke ich. Und dann muss man natürlich auch sehen, es geht ja nicht nur um die Werbeflächen jetzt bei Offline-Spielen. Besonders attraktiv sind natürlich die Online-Spiele, weil man da auch aktuelle Botschaften reinbringen kann. Also beides muss man im Auge behalten. Ich glaube, dass sich das sehr schnell durchsetzen wird. Wir wissen ja jetzt schon, dass andere Werbeträger, also Markenartikler und so weiter, in den Computerspielen vertreten sind. Da ist es doch naheliegend, dass irgendwann die Parteien auch kommen. Ich wundere mich eher darüber, dass bis jetzt die Parteien in Deutschland da noch nicht angekommen sind. Aber wir haben im nächsten Jahr Bundestagswahl. Also ich gebe mal eine Prognose ab. Wir sind in jedem Fall dabei und ich vermute, die eine oder andere Partei auch. Es müssen ja nicht alle dabei sein. Wenn manche meinen, sie gehörten da nicht dazu, okay, sollen sie es lassen. Herr Otto, glauben Sie, dass das vielleicht auch so eine Rückkopplung haben kann, eine positive für die Videospielbranche, wenn jetzt einige Parteien den Anfang machen und Werbung erfolgreich schalten in Videospielen, dann sehen sich ja vielleicht andere Parteien in der Pflicht, da nachzuziehen. Kann man auf diese Art und Weise diese Killerspieldebatte, diese negative Behaftung, die Spiele irgendwo noch haben, ja auslöschen, indem man dann einfach sagt, okay, wir als Partei XY sehen keine andere Möglichkeit, als auch in Videospielen zu werben und dadurch wird das Ganze ein bisschen etablierter? Ich hoffe das durchaus, wobei ich also sagen will, dass diese ganz dumpfen Killerspiel-Phrasen da sowieso im Rückzug befindlich sind. Immer mehr Menschen merken, dass es solche und solche Spiele gibt und dass es wahnsinnig viele, gerade im Sportbereich und so, dass es wahnsinnig viele Spiele gibt, die alles andere als Killerspiel sind. Aber ich muss auch sagen, ich habe natürlich mir auch viele Spiele angeschaut, wo geschossen wird. Auch da, finde ich, sollte man ein bisschen differenzierter argumentieren. Also, dass irgendeiner zu einem Amokläufer wird, nur weil er ein Computerspiel gemacht hat, das glaube ich sowieso nicht. Es gibt viele Spiele, ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, die ziemlich viel Gewalt drin haben. Trotzdem 99,9% aller Menschen, die diese Spiele spielen,
werden nicht zu Mördern, werden nicht zu Amokläufern. Also es muss schon sehr viel zusammenkommen und es ist sicherlich nicht allein ein Computerspiel, das einen da verrückt werden lässt. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, ist sowieso in Deutschland sehr stark im Vordringen. Und ich glaube, dass auch der Deutsche Computerspielpreis, den haben wir ganz bewusst ausgesetzt, um diesem Image auch entgegenzukommen. Mhm. Und ich glaube auch, dass Parteiwerbung, wie überhaupt auch Werbung, Markenartikelwerbung und so weiter, dazu beitragen wird, dass man endlich ein bisschen vernünftiger und etwas positiver über Computerspiele, über die ganze Unterhaltungssoftware nachdenkt in Deutschland. Herr Otto, als eine letzte und bitte mit einer schnellen Antwort versehenden Frage. Sie sind natürlich viel im Bundestag unterwegs. Hört man da manchmal auch Gespräche unter Kollegen? Werden da über Computerspiele geredet oder ist das da gar kein Thema so außerhalb der Debatten? Also bei uns im Ausschuss für Kultur und Medien ist es ein Riesenthema. Wir haben gerade heute über den Haushalt gesprochen und da haben wir auch über den Computerspielpreis gesprochen. Hm. Bei uns im Ausschuss ist es ein Riesenthema und bei anderen weiß ich, dass sie in ihrer Freizeit auch gelegentlich das machen. Und deswegen, Computerspiele sind im Vormarsch, auch im Bundestag. Super. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Otto, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank, tschüss. Ciao. So, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber die wenige wollen wir nutzen für den Newsflash. Perfekte Überleitung, denn wir wissen alle, was der wahre Grund ist für die Wirtschaftskrise, in der sich die Welt momentan befindet. Der neue World of Warcraft Patch ist doch ganz klar. Der steht nämlich vor der Tür und zwar ist es soweit Patch 3.0.2 mit satten 1,2 Gigabyte. Alle Politiker der Welt freuen sich genauso drauf wie alle WoW-Zocker. Deshalb wird einfach sonst nichts mehr gemacht. Denn mit dem neuesten Patch wird man auf das zukünftige Add-on Wrath of the Lich King vorbereitet. Es werden komplett alle Talentpunkte zurückgesetzt, resettet, die können neu verteilt werden, weil es eben auch für jede Klasse neue Talente gibt. Es gibt einen neuen Beruf, den des Schriftgelehrten und außerdem noch einige Veränderungen bei den Charakteren. Also zum Beispiel wird der Verstärker-Schaman oder der Schutzpaladine ein bisschen abgeändert. Alles dazu findet ihr natürlich bei uns auf der Website. Peter Molyneux hat ganz offensichtlich sehr große Fantasie, aber in der Vergangenheit hatte er auch ein großes Bedürfnis, sich über diese zu unterhalten. Und deswegen hat er das ein oder andere Mal vollmundig Sachen angekündigt, die dann vielleicht nicht ganz so in das fertige Spiel gekommen sind. Jetzt hat er sich wieder begeistert gezeigt über ein kommendes Projekt. Und zwar hat er mit unseren Kollegen von Kikizo.com gesprochen. Und da hat er also gesagt, dass er mit Lionhead an einem Projekt arbeitet, das politisch sehr umstritten sein wird. Er sagte, dass jeder, der bei Microsoft schon dieses Spiel sehen konnte, drauf brennt, das endlich quasi der Öffentlichkeit zu sagen, worum es sich dabei handelt. Leider wissen wir allerdings noch nicht mehr, außer eben diese Ankündigung, die er sehr vage sind, aber vermutlich soll dann im März 2009, da ist in San Francisco die Games Developer Conference, da soll womöglich dann die Katze aus dem Sack gelassen werden und dann wissen wir also mehr über das neue brisante Spiel von Peter Molyneux. Manchmal frage ich mich wirklich, wie diese Katze, wenn sie endlich aus dem Sack kommt, wie die dann die Welt wahrnimmt, so, weil es wird immer so viel davon gesprochen, dass sie endlich aus dem Sack gelassen wird und irgendwann ist es soweit, ne? Ja, das ist ja manchmal auch so eine, weißt du, so hässliche Kinder werden ja auch von ihrer Mutter geliebt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wo ist der Zusammenhang? Ja, wenn die Katze jetzt nicht so schön ist und die Welt sagt, die ist ja gar nicht so schön, wie du dann mir erzählt hast. Dann tun sie wieder in den Sack rein. Das ist ja immer eine Frage der Perspektive, weißt du? Ja, ja, ich kenne das. Damals, als ich geboren wurde, hat mich der Doktor auch vor Schreck fallen lassen. Ja. Mit erschreckenden Konsequenzen. Mit erschreckenden Konsequenzen. Und hat es mir geschadet? Nö, nö. Wir machen jetzt gleich weiter nach der Sendung und zwar mit Pro Evolution Soccer 2009. Das werden wir beide vorstellen. Siehst du, werdet ihr uns schon wieder nicht los, wenn ihr gedacht habt, boah, die 15 Minuten kriegen wir rum. Geht direkt weiter. Und dann gibt's Giga Liga Live und Dragon Quest für den Nintendo DS. Ja. Dranbleiben. Bis jetzt.